Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der vor einer Woche vorgestellte Dalmatiner Alfred hat gleich mehrere Interessenten gefunden. Das ist eine gute Vermittlungsnachricht für unsere heutige Folge. Die Mitarbeiter der Archinoa wählen durch Vorkontrollen bei den Bewerbern nun das richtige Zuhause für Alfred aus. Heute stellen wir 4 Yorkshire Terrier Mischlinge vor, die ebenfalls vom Veterinäramt aus schlechter Haltung ins Tierheim Archinoa eingewiesen wurden. Die 4 sind eine lustige Rasselbande und gerade im pubertären Alter. Dass sie noch ruhiger werden, kann man an einem der Geschwister sehen, welches schon ein Jahr älter ist als die anderen. Einer der 4 wurde 2017 geboren, die anderen Geschwister 2018. Bisher lebten die Hunde mit ihrer Mutter, die beim Halter bleiben durfte, in einem Rudel zusammen. Sie lebten in einer Wohnung, was auch in Zukunft der Fall sein soll. Reine Hofhunde sollten sie nicht werden. Hunde sind Rudeltiere und möchten auch im Rudel leben, welches natürlich auch aus Menschenfreunden bestehen kann. Da die 4 sehr aneinander gewöhnt sind, wäre es gut, wenn sie jeweils zu zweit vermittelt würden. Es sind 2 Rüden und 2 Hündinnen, die noch nicht kastriert sind. Die Hunde können noch einzeln vermittelt werden, allerdings sollte dann im neuen Zuhause bereits ein Hundefreund leben, weil ein einzelner der hier vorgestellten Hunde anfangs sehr traurig wäre. Interessenten sollten wissen, dass die Jungspunde noch viel lernen müssen. In der Archinoa haben sie schon das Laufen an der Leine geübt, mehr oder weniger erfolgreich. Gelehrig sind sie allemal. Es wird eine Freude sein, zu erleben, wie sie ihren neuen Menschen gefallen wollen. Die Hündchen sind sehr aufgeschlossen und passen überall hin. Die Hauptsache ist, die Interessenten haben Zeit und Geduld, ihren neuen Familienmitgliedern mit Liebe den Weg in ein artgerechtes Hundeleben zu ebnen.